Hey Leute, was geht ab? Willkommen zum Finale unserer LSK Week. Ich freue mich sehr, dass ihr die Woche zugeschaut habt, dass wir gemeinsam ein paar Autos getunt haben. Wie ihr seht, wir haben uns gerade das Preisfahrzeug abgeholt. Dafür musste man 12 Rennen oder die Top 5 kommen, was wirklich eigentlich ziemlich easy ist. Das sollte jeder hinbekommen. Wir fahren jetzt ganz schnell rüber in unsere Tuning-Werkstatt und werden uns das Auto erstmal anschauen. Ich freue mich sehr, dass ihr die Woche mit mir zusammen geschaut habt, dass ihr die Videos geliked habt, dass ihr kommentiert habt. Sehr nice, sehr geil. Wir sind auch schon direkt in der Werkstatt jetzt gleich und werden dort erstmal uns das Auto anschauen. Da ist er auch schon. Der sogenannte Karin Sultan RS. Ich weiß nicht, wer sich die Namen ausgedacht hat. Auf jeden Fall total strange. Da ist er schon. In Blau. Wir werden das Auto jetzt noch ein bisschen zurecht machen. Das werde ich aber gleich komplett euch nicht zeigen, weil immer nur Tuning ist ja auch langweilig zum Anschauen. Wir springen gleich direkt dann rüber und dann seht ihr das fertige Auto schon mal. Wir stellen noch mal kurz, wir packen ihn schnell mal um. Und zwar kommt er direkt hier vorne in die Reihe, an die vierte Stelle. Genau, da kommt er gleich hin. Zack. Und wie gesagt, wir springen gleich, dann seht ihr das fertige Auto und dann gehen wir erstmal direkt in das Rennen. Genau, so machen wir das. Fertig. Ich schnipse kurz. 3, 2, 1. Da ist er schon. Ein brutal heftiges Auto in diesem Pink. Ich finde es total übertrieben krass. Mega Sturz die Karre. Und wir fahren ein 1 gegen 1 Rennen gegen Jules. Kein besonders guter Fahrer. Das geht alles relativ einfach für uns. Ich habe da auch mal die Geschwindigkeit jetzt ein bisschen hochgestellt, weil, wie gesagt, ich will euch auch nicht immer wieder dasselbe zeigen. Ab morgen gibt es dann was ganz, ganz Neues. Das machen wir das erste Mal jetzt auf dem Channel. Das war so eine Sache, da hatte ich übelst Bock drauf. Da könnt ihr euch schon mal freuen, das wird auf jeden Fall sehr witzig. Wie ihr seht, das Rennen ist ziemlich easy. Wir machen den Jungen platt. Ja, jetzt bauen wir gleich einen Crash. Oh, scheiße. Oh. Ja, das war aber der einzigste wirklich grobe Schnitzer in dem Rennen. Das Fahrzeug ist, würde ich jetzt einordnen, eigentlich an der dritten Stelle. Als erstes ganz klar der Celica, an zweiter Stelle der Audi und an dritter Stelle dieses lustige Fahrzeug. Aber trotzdem, ich finde, die Optik ist einfach nur hammerkrass. Also wirklich, der sieht aus, ich weiß nicht. Jetzt haben wir gerade gesehen, da war einfach ein Polizist mitten im Rennen. Ich habe keine Ahnung, wie geil das manchmal hier backt, das Spiel. Es ist auf jeden Fall total faszinierend, dass da ein Bulle lang gelaufen ist. Sollte nicht passieren, passiert aber immer wieder, ist ganz klar. So, jetzt machen wir hier noch schnell das Rennen fertig. Früh anbremsen. Jawohl, ich bin diesmal nicht die Abkürzung gefahren, ich habe so viel Vorsprung. Da hatte ich keine Lust drauf. Da ein heftiger Dreher. Und jetzt fahren wir gleich. Das ist eigentlich so die schwierigste Stelle, finde ich. Da muss man gut auf der Bremse sein, gutes Gefühl für das Fahrzeug haben. Jetzt hat es besser geklappt. Und jetzt gleich nur noch ab ins Ziel. Zwei lange Kurven. Versuchen, so schnell wie möglich die Kurven zu nehmen, wenig zu bremsen. Erste Kurve, zack. Zweite Kurve. Mit manchen Autos kann man die komplett Vollgas fahren, mit manchen nicht. Bisschen unterschiedlich. Aber das könnte jeder von euch auch hinbekommen. Gar kein Problem. Ganz klar. So, wir sind Erster. Jawohl, wieder gewonnen. Sehr nice. Jetzt springen wir gleich. Wir machen noch einen kleinen Donut. Ich wollte mich erstmal bei euch bedanken. Und werde jetzt auch noch ein bisschen ganz andere Sachen machen und ich möchte gerne, dass ihr mir sagt, was gefällt euch, was mögt ihr nicht so, was könnten wir auf jeden Fall mal Neues machen. Ein bisschen Unterstützung, ich versuche ein bisschen so eine kleine Community aufzubauen, dass wir halt auch ein bisschen uns austauschen. Ich schaue jede Nachricht an. Wie ihr seht, wir sind jetzt im Auto. Es sieht einfach nur heftig aus, oder? Also ganz ehrlich, es sieht einfach nur brutal heftig aus, die Karre. Wahnsinn. Also der Innenraum ist auch echt krass. Der Sturz von dem Auto hammerhart. So, jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was wir die Woche so alles gemacht haben. Gehen wir noch mal kurz durch. Und dann war es das mit der LSK Week.
Ich bin eigentlich, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, bei euch kam das auch gut an. Und wir werden jetzt, wie gesagt, noch viele andere Sachen machen. Danke euch, genau, das ist mir wichtig. So, hier haben wir als erstes unseren Drifter, Ken Blocks Drifter. Ein mega krasses Auto, richtig cool. Dann haben wir uns den Audi RS. Unser erstes Projekt die Woche war auch mega nice. Diese Pink Lady Karre ist einfach nur übertrieben. Und der Celica ist einfach das absolute Rallye-Auto, mit dem macht es echt Fun in den Rennen. Hier drüben ist noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Ich werde das aber alles komplett so lassen, wie es jetzt ist. Ich werde da kein anderes Auto mehr hinstellen, bis wir nochmal ein zweites Mal so eine Woche einlegen oder so auf jeden Fall nochmal mehrere Videos machen. Da werden wir die komplette Garage dann nochmal überarbeiten, die restlichen Autos auch noch machen. Aber ansonsten soll es das eigentlich schon gewesen sein. Und ich freue mich auf morgen. Ich bin gespannt, wie ihr das morgige Video findet. Also ich hatte mega Spaß dabei. Wir steigen jetzt nochmal schnell in unsere Drifter ein. Und dann sage ich schon Tschüss. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.